Der 110 Meter Hürdenlauf live am Dienstag, den 7. August um 11.10 Uhr mit Matthias Bühler. Hallo Matthias. In 3 Tagen fliegst du nach London zu den Olympischen Spielen und in 7 Tagen ist dein erster Wettkampf. Du hast jetzt heute Minigolf gespielt, das hast du gewonnen gegen deine ehemaligen Leichtathletik-Kumpels, der Armin Beil und der Stefan Hettich. Wie sehen deine Vorbereitungen sonst noch aus? Also heute Abend mache ich nochmal eine lockere Einheit, da ich gestern Krafttraining gemacht habe. Dann wird nochmal an der Technik ein bisschen gefeilt und dann muss ich mich eben ausruhen, dass ich wirklich entspannt, spritzig und voller Elan dann in die Rennen gehen kann. Matthias, dein Vorlauf ist ja um 11 Uhr morgens. Du bist ja gewissermaßen und bekannt dafür, dass du ein Langschläfer bist. Wie schaffst du das an diesem Vormittag rauszukommen und gut in Form zu sein? Ja, ich denke, das ist alles Einstellungssache. Wenn man dann morgens aufwacht vor dem Lauf, ist man sowieso hellwach. Da die Aufregung, die Anspannung schon so groß ist. Und ich sehe da kein Problem drin. Ich bin ja in Barcelona 2010 auch früh gelaufen und bin da eben gut gelaufen. Daher macht mir das jetzt nichts aus, dass morgens die Vorläufe sind. Matthias, es heißt ja manchmal das Motto, dabei sein ist alles. Ist es dieses Jahr für dich auch so oder hast du da schon mehr Erwartungen an die Olympischen Spiele? Ja, meine Ansprüche sind natürlich ein bisschen höher. Ich möchte auf jeden Fall ins Halbfinale, das ist mein Ziel. Und alles andere, das wäre schon sehr enttäuschend für mich. Ich will auf keinen Fall im Vorlauf ausscheiden. Aber das wird sehr schwierig, das Niveau ist sehr hoch. Auch in Europa ist es deutlich angestiegen, in der Welt sowieso. Und ja, ich werde alles geben, versuche meine Zeit nochmal zu bestätigen. Ich bin jetzt letzte Woche deutsche Jahresbestzeit gelaufen und persönliche Bestzeit, also die Form stimmt. Ja, Matthias, du hast es gerade angesprochen, du bist vor knapp 2 Wochen deutsche Jahresbestleistung und deine persönliche Bestleistung hast du gesteigert auf 13,34. Was meinst du, bei normalen Wetterbedingungen muss man in London laufen, um weiterzukommen ins Halbfinale oder vielleicht sogar ins Finale? Also erstmal wird entscheidend sein, wie die Wetterlage ist. Wenn es natürlich regnet, dann sind die Zeiten nicht ganz so gut. Aber ich denke schon, dass man zwischen 13,40 und 13,50 auf jeden Fall bringen muss im Vorlauf, um weiterzukommen. Und das ist natürlich sehr schwierig. Und ja, gut, es ist ein Rennen wie jedes andere auch. Es sind 10 Hürden, die muss man gilt zu überwinden. Für mich vor allem die Startphase muss gut sein, der Übergang dann der ersten und zweiten Hürde, dass ich da gleich ins Rennen komme. Und dann heißt es eben zu fighten und alles zu geben. Matthias, wenn du im Halbfinale eine tolle Leistung erbringst und vielleicht sogar den Sprung ins Finale erreichst, was erwartest du für einen Empfang in Haslach? Also soweit denke ich eigentlich noch gar nicht. Mein Ziel ist jetzt erstmal, der Vorlauf zu überstehen. Und dann muss man von Rennen zu Rennen schauen. Das wird ganz schwierig, wie gesagt, schon den Vorlauf zu überstehen, ins Halbfinale zu kommen. Und für mich, ich verschwende da keinen Gedanken dran, was wäre, wenn. Weil erstmal muss man die Leistung bringen. Und der Hürdensprint ist sehr kompliziert, da kann man auch gar keine Prognosen abgeben, weil eben bei jedem Fehler schon das Rennen aus sein kann. Und für mich gilt es, die beste Leistung zu zeigen. Ich habe mich auf den Höhepunkt jahrelang vorbereitet. Ich lebe 365 Tage für die Hürden. Ich ordne dem alles unter. Und ja, ich will alles geben für die Olympischen Spiele. Es ist ein Traum, da dabei zu sein. Und jetzt mit meiner persönlichen Bestzeit von letzter Woche ist es natürlich jetzt nochmal schön zu sehen, dass wirklich die Form auch stimmt. Matthias, bei den Olympischen Spielen sitzt deine Freundin Judith, deine Eltern und dein Trainer Wilhelm Seigl und seine Frau im Publikum. Ist das belastend oder eher zusätzliche Motivation und Ansporn? Ich denke eigentlich weder noch. Also ich habe ihnen ja die Karten besorgt, also meinem Trainer und seiner Frau und auch meiner Freundin. Die haben es verdient, die unterstützen mich seit Jahren, auch meine Eltern. Und sie wollen natürlich das Rennen ansehen und das sind ja dann im Halbfinale wären zum Beispiel da 60.000 Menschen. Ich weiß nicht, wie ausverkauft das Stadion morgens ist, aber ja, da muss man das eh alles abschalten, muss sich auf seinen Lauf zu konzentrieren, fokussieren. Und das stört es nicht, wenn da meine Familie oder meine Freunde und mein Trainer da mit im Stadion sind. Was hast du schon über das Olympische Dorf gelesen? Was gibt es da alles für Möglichkeiten zum Abschalten?
Also ich habe schon auf YouTube ein Video angeschaut vom Olympischen Dorf, was mir gleich aufgefallen ist. Dort gibt es natürlich einen Raum mit ganz vielen Spielekonsolen. Optimal für mich als Zocker und ansonsten, ja, werde ich mir das alles anschauen nach meinen Läufen. Man darf sich da auch gar nicht so beeinflussen lassen von dem ganzen Rummel. Man muss sich auf sich selbst konzentrieren, auf seinen Lauf und danach werde ich es natürlich genießen. Werde vielleicht noch ein paar andere Sportarten anschauen und ja, dann geht es auch irgendwann auf die MS Deutschland und da kann man dann schön entspannen dann nach den Spielen. Leider wirst du ja das Zimmer nicht mit deiner Freundin teilen können. Wer liegt mit dir im Zimmer? Also ich habe beantragt, dass ich mit dem Geher Christopher Linke aufs Zimmer kann, da ich den schon kenne aus Barcelona und wir verstehen uns ganz gut. Ich hoffe, dass das klappt, weil es natürlich immer besser ist, wenn man mit jemand auf dem Zimmer steht, den man schon ein bisschen besser kennt und es nicht neu dann kennenlernen muss in den paar Tagen bei Olympia. Ich habe gehört, im Olympischen Dorf werden 150.000 Kondome verteilt. Möchtest du da auch welche davon haben? Nee, absolut nicht. Ich bin ja jetzt seit 1,5 Jahren mit meiner Freundin zusammen und bleib da auf jeden Fall treu. Aber ich schaue mir es natürlich an, was da abgeht und ob das wirklich so krass ist, wie das jetzt zum Beispiel die Fußballerin auch erzählt hat in den Interviews. Und es wird spannend sein. Wann sind die Läufe über 110 Meter Hürden? Also deutscher Zeit wird der Vorlauf um 11.10 Uhr sein. Und, an welchem Tag? Am Dienstag, 7. August um 11.10 Uhr. Und das Halbfinale dann um 20.15 Uhr am Mittwoch. Und das Finale? Das Finale weiß ich jetzt gar nicht. Okay, danke Matthias. Wir wünschen dir alle viel Erfolg und den Platz, den du dir erhoffst. Dankeschön. Danke.